So, hallo zusammen. Ich bin der Christian von der Unternehmertum. Ich freue mich, dass ihr doch zu so später Stunde, möglicherweise nach einem langen Arbeitstag, jetzt nochmal hier dabei seid. Weil wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, wie man für eine Geschäftsidee potenzielle Kunden findet und auch verstehen kann. Und dazu haben wir unsere Expertin Lisa Hesse von der Unternehmertum heute hier. Bevor ich Lisa gleich vorstelle, noch ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt ein kurzes Interview mit Lisa haben, circa 25 Minuten. Und danach eine Fragerunde haben, damit ihr nochmal Fragen stellen könnt, eure Erkenntnisse teilen könnt. Genau. Ich würde euch bitten, wenn ihr im Laufe der Präsentation jetzt Fragen habt, die einfach im Chat zu schreiben. Ich werde die sammeln. Und wenn ihr später Fragen habt in der Q&A-Runde, euch einfach zu melden, wenn ihr die Fragen selber stellen wollt. Und wenn ihr sie nicht selber stellen wollt, sie auch einfach in den Chat zu schreiben. Dann trage ich die Fragen an Lisa her. So, und jetzt freue ich mich, dass Lisa da ist, unsere Speakerin. Lisa ist seit einem Jahr bei der Unternehmertum, ist dort zuständig für studentische Innovationsprojekte. Das heißt, sie bringt kleinen studentischen Teams bei, wie man Geschäftsideen entwickelt und das Ganze anhand von Projekten für Unternehmenspartner. Das heißt, es geht um reelle Projekte. Und Studierende aus allen Fachrichtungen entwickeln Geschäftsideen in neuen Themenbereichen. Bevor Lisa an die Unternehmertum gekommen ist, hat sie mal eine Masterarbeit gemacht, in der sie sich schon viel mit Geschäftsmodellen beschäftigt hat. Da ging es nämlich darum, Methoden zu entwickeln, wie man nachhaltige Geschäftsmodelle besser entwickeln kann. Während dem Studium hat sie schon ein erstes Gründungsprojekt gemacht, hat das Pinterest für Reisen gemacht, also eine Reisplanungs-App entwickelt und da viele Erfahrungen gesammelt, wie man Geschäftsideen entwickelt und auf was man achten sollte, was nicht so gut funktioniert und was gut funktioniert. Und hat vor ihrer Zeit an der Unternehmertum unmittelbar bei einem Startup in München gearbeitet, die nachhaltige Energieversorgung macht. Das heißt, man merkt viel Nachhaltigkeit und man merkt viel Startup in der Expertise. Ich habe Lisa vor unserem Gespräch noch nach ihren ultimativen Corona-Hacks gefragt und sie hat gesagt, ihre Top 3 sind Yoga, Wein und an ihrem Campingwagen Lola rumbasteln, weil rausgehen auf dem Parkplatz kann man ja, wo sie seit Wochen einen alten Bus mit Filz auskleidet. Lisa, schön, dass du da bist. Danke dir, Christian. So alt ist der Bus nicht, aber ausgebaut wird er trotzdem. Danke dir. Lisa, lass uns gleich ins Thema kommen. Mhm. Ich habe eine Geschäftsidee. Schon ganz lange. Und ich kann es vielleicht kurz sagen, ich würde gern für Junggesellenabschiede was entwickeln, damit das unterhaltsamer ist. Ich war bei so vielen Junggesellenabschieden, die wirklich ganz schlimm waren. So, und jetzt möchte ich dafür potenzielle Kunden finden. Wie gehe ich denn da am besten ran? Also, zunächst kannst du dir mal überlegen, einfach in welchem Themenbereich du denn unterwegs bist. Also in deinem Beispiel konkret im Junggesellenbereich. Und dann kannst du dir einfach mal überlegen, mit wem kann ich denn da ins Gespräch kommen? Wo kann ich denn einfach gute Insights darüber finden, wer denn in diesem Bereich alles tätig ist? Das heißt, du kannst ja anschauen, welche Lösungen gibt es vielleicht in dem Bereich schon? Welche potenziellen Experten sind vielleicht in diesem Bereich tätig? Und dann versuchen,
auf diese zuzugehen. Das heißt, was wir mit unseren Studenten machen, wenn die versuchen, an potenzielle Kunden ranzukommen, ist vor allem, sie aktivieren erstmal ihr persönliches Netzwerk. Da habe ich ein Beispiel einfach mal mitgebracht aus den Projekten. In dem Fall ging es darum, Gesprächspartner oder Insights zu bekommen in dem ganzen Bereich Ökostrom und wer bezieht denn eigentlich Ökostrom? Und wie man hier sieht, sind die sehr, sehr offen daran gegangen. Das heißt, es ging wirklich erstmal darum, Leute zu finden, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und wir haben hier auch nochmal diesen ganzen Corona-Bezug. Normalerweise schicken wir die Studis immer direkt raus auf die Straße, damit sie dort konkret auf Leute zugehen können. Und deswegen hier einfach auf digitale Netzwerke zurückgreifen und schauen, wen gibt es denn in dem Bereich? Und wer meldet sich da auch? Wie man hier unten sieht, waren da auch schon die ersten Leute, die gesagt haben, jo, ich bin in dem Bereich aktiv und so schnell kommt man da eigentlich an Gesprächspartner. Eine weitere Herangehensweise ist, hier in dem Beispiel hat ein Team, ein studentisches Team, einfach nach Insights gesucht oder nach potenziellen Kunden gesucht im Bereich Additive Manufacturing. Also haben sie ein einfaches Bild erstellt und das einfach mal bei LinkedIn gepostet und geschaut, wer darauf reagiert oder wer vielleicht auch Kontakte in dem Bereich hat und die dann unten in die Kommentare reingeschrieben werden. Und so kommt man schon mal an potenzielle Kunden, an Experten und kann dort tiefer reingehen. Eins, was wir eben mit den studentischen Teams machen, wenn kein Corona zugegen ist, ist, dass wir sie einfach rausschicken. Und wie sie dort potenzielle Kunden identifizieren, ist einmal eben an die Orte gehen, die in dem Themenbereich liegen und die sich anbieten. Und dann vor Ort auch erstmal ein bisschen beobachten, was machen denn die Leute da eigentlich, um dann dort auch konkret auf sie zuzugehen. Das sind jetzt ein paar Beispiele, wie man an potenzielle Kunden kommen kann, die man auch leicht ausprobieren kann. Cool, vielen Dank. Also das heißt, bestehende Lösungen, Experten, Kontakte von Kontakten, so wie ich es richtig verstanden habe, an die Orte gehen, entweder digitale Orte oder nicht Pandemiezeiten, analoge Orte. Genau. Okay. So, und jetzt habe ich die Kunden identifiziert. Wie, ich habe vielleicht schon Termine vereinbart mit denen, wie komme ich denn jetzt an Insights? Also auch da habe ich wieder ein paar Beispiele mitgebracht und zwar erstmal noch ein bisschen losgelöst von den Gesprächen, aber was man sehr, sehr gut machen kann, ist sich einfach mal umschauen, das heißt, in welchem Bereich bin ich tätig? Bin ich zum Beispiel im Bereich Gadgets tätig und möchte etwas entwickeln, was man gut verschenken kann. Dann kann man sich anschauen, zum Beispiel wie hier bei Amazon, welche Produkte gibt es denn da und was schreiben denn eigentlich die Kunden dazu? Das Gleiche gilt auch zum Beispiel, sich mal umschauen, was es auf Instagram etc. so gibt. Also sich dort einfach mal umschauen, was nutzen die Leute denn da aktuell? Und oft kommt man gerade über diese Bewertungen schon an erste Insights. Das heißt, ohne überhaupt Gespräche zu führen, kannst du daraus schon mal erste Hinweise bekommen, die nützlich sein können für deine Geschäftsidee. Und dann natürlich der Punkt, wie komme ich denn an Insights? Über Gespräche. Das heißt, man hat über das Netzwerk, das man aktiviert hat, ob es jetzt LinkedIn ist oder das persönliche Netzwerk, erste Kontakte bekommen. Und dann geht es darum, vor allem ins Gespräch zu kommen, ein offenes Gespräch zu führen mit den Leuten und dort vor allem Insights zu bekommen zu den Themen, welche Herausforderungen haben sie in dem Bereich, welche Bedürfnisse haben sie und welche Vorstellungen haben sie eventuell, was nutzen sie aktuell, was kostet sie das Problem, das sie haben aktuell und was sind sie auch bereit dafür zu tun, dieses Problem zu lösen. Das heißt vor allem hier offene Gespräche mit potenziellen Kunden führen oder im ersten Schritt auch mit Experten, um Hinweise auf Kunden zu bekommen. Und dann auch ein schönes Beispiel aus den Projekten. Und zwar hat ein studentisches Team ein Projekt gemacht im Bereich Landwirtschaft und hat
dort eigentlich angestrebt, mit einem Bauer zu sprechen. Und der Bauer hat gesagt, ja, ich spreche super gerne mit euch, aber zuerst könnt ihr hier mal ein bisschen mit anpacken. Und dann hat das Team erstmal ein paar Stunden lang Maulwurfhügel abgetragen, wie man hier sieht. Und das ist einfach dieses Thema, sich in die Person hineinversetzen, mit der man spricht, oder in die potenziellen Kunden hineinversetzen. Also wie sieht der Alltag des Kunden aus? Und dadurch, dass sie selber das mal ausprobiert haben und ein paar Stunden wirklich in dem Bereich gearbeitet haben, konnten sie nochmal eine ganz andere Art von Empathie aufbauen und haben ein viel, viel besseres Verständnis dafür, wie es dem potenziellen Kunden geht. Das waren mal drei Beispiele, wie man an Insights kommen kann. Das heißt, also nochmal, um es richtig zu verstehen, ich kann online nach Kundenbewertungen schauen, ich kann Gespräche führen oder eben Maulwurfhügel zertreten und das Ganze selber machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau. Und in der Online-Welt heißt das dann vielleicht, dass du, wenn du sagst, du möchtest was für Junggesellenabschiede machen, was gibt es denn aktuell auf diesem Markt? Und das dann einfach mal ausprobieren. Vielleicht kannst du da was bestellen und dann einfach mal diesen ganzen Prozess wirklich von vorne bis hinten durchmachen und bekommst so ein Gefühl dafür, wie das vielleicht aktuell gelöst wird und wie sich potenzielle Kunden, auch die auch deine potenziellen Kunden sein könnten, dabei fühlen. Cool. So, aber jetzt, um nochmal auf dieses Junggesellenabschiedsthema zu kommen. Das begleitet mich jetzt seit mehreren Jahren. Also wie würdest du mir jetzt konkret raten, um wirklich damit anzufangen? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt loslegen soll. Ich habe nur diese Idee. Was kann ich da machen? Ja, dann würde ich vorschlagen, du nimmst dir einfach mal ein Blatt Papier und einen Stift und alle, die sonst noch zuhören, gerne auch, weil ich eine kleine Übung mitgebracht habe. Es ist egal, ob ihr eine Geschäftsidee habt oder einfach ein Thema, das ihr spannend findet und in das ihr gerne tiefer eintauchen würdet. Und deshalb machen wir das jetzt einfach mal in 2,5 Minuten, dass ihr euch alles Grundlegende überlegt, was ihr für ein erstes Gespräch mit einem potenziellen Kunden braucht. Blatt Papier und Stift ist cool. Da. Post-it und Stift sind da. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, legen wir einmal los. Und zwar, erster Schritt, überlege dir einen Kanal, den deine potenziellen Kunden nutzen, und drei Ansprechpartner, entweder mit denen du konkret als erstes sprechen kannst oder über die du an weitere Gesprächspartner kommst. 30 Sekunden. Okay. Okay, ich würde sagen, die Zeit ist rum, oder? Ja. Sehr gut. Ich habe, das ist ganz schön kurz, 30 Sekunden. ich habe mir aufgeschrieben, auf die Schnelle, was mir als erstes eingefallen ist, zum Kanal. Ich bin mir sicher, also alle Menschen, die ich kenne, die geheiratet haben, waren noch in der Zielgruppe Facebook. Das heißt, vielleicht gibt es eine Junggesellenabschiedsgruppe Facebook. Und mit wem ich konkret sprechen könnte, ist der Uli, der Jürgen und der Stefan. Das waren drei Trauzeugen, die einen Junggesellenabschied organisieren mussten und selber noch nicht verheiratet sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, aber die könnte ich einfach mal anschreiben und fragen, was deren Erfahrungen waren. Cool. Sehr gut. Cool. Was passiert jetzt? Dann machen wir weiter. Und zwar überleg dir einmal konkret, was möchtest du aus diesem Gespräch mitnehmen? Also, was ist dein Ziel für das Gespräch? Was möchtest du mitnehmen? Wichtig ist, das ist das, was du nicht kommunizierst, sondern was du einfach für dich fest hast, damit du weißt, worauf du hinarbeitest in dem Gespräch. Auch wieder 30 Sekunden.
Okay, die Zeit ist rum. Was hast du? Ich habe mir mal aufgeschrieben als Ziel, dass ich eigentlich gern verstehen würde jetzt am Anfang, ob das, was ich mir gedacht habe, nämlich dass Junggesellenabschied vorzubereiten, ätzend ist und dann auch viele Junggesellenabschiede nicht so cool laufen und finde ich alle Teilnehmer einen Spaß sind. Also mein Ziel ist herauszufinden, war der Junggesellenabschied schlecht, habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Und ich habe noch halb aufschreiben können, wie war die Vorbereitung, wollte ich noch aufschreiben. Das sind für mich jetzt gerade die zwei brennendsten Fragen, die ich habe. Sehr gut, cool. Damit können wir erstmal weitermachen. Und zwar, du hast jetzt einmal definiert, wie möchtest du auf deine Ansprechpartner zugehen und auf wen? Warum möchtest du das tun? Und jetzt überleg dir einen Satz, mit dem du eine kurze Intro machen kannst. Also, warum ist dieses Gespräch für dich relevant? Und wie trägt dein Gesprächspartner dazu bei, dir zu helfen? Auch 30 Sekunden. Den Satz noch zu Ende schreiben. Ja. Ich merke gerade, ich habe einen zu großen Stift für einen zu kleinen Block. Also hier oben in Transparent steht, ich bin der Christian und drunter habe ich geschrieben, ich will verstehen, wie Junggesellenabschiede vorbereitet sind. Kannst du mir da einen Einblick geben? Sehr guter Start. Sehr offen. Gut, nächster Schritt. Ihr habt jetzt einen Satz, den ihr konkret zum Beispiel bei LinkedIn nutzen könnt oder in anderen Kanälen. Jetzt überlegt ihr noch eine einleitende Frage. Und zwar mit dem Ziel, dein Gegenüber ins Erzählen zu bringen. Das heißt, einmal, wie schaffst du es wirklich, dass die Person anfängt, dir von konkreten Situationen zu erzählen? Und dann überleg dir noch eine nachhakende Frage. Das heißt, wenn du auf einen interessanten Punkt stößt, wie kannst du einfach noch einen Punkt tiefer kommen und tiefer reingehen? 30 Sekunden. Satz zu Ende schreiben. Sehr gut, wie sieht's aus? Ich habe mir überlegt, zur einleitenden Frage, das erste, einfach ich, also ich habe mir jetzt keine Frage aufgeschrieben, aber wenn ich es als Frage formulieren würde, ist, wie war dein letzter Junggesellenabschied? Um einfach zu hören, von jetzt Uli, Jürgen oder Stefan, was die denn da gemacht haben und was sie erlebt haben. Weil ich gerne wissen würde, was die in der Vorbereitung gemacht haben, wäre für mich eine Frage zum Nachhaken, wie genau hast du denn vorbereitet? Also welche Leute waren da involviert, wie viele Leute waren da involviert? Genau. Cool. Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, wir sind jetzt an dem Punkt, dein Gespräch ist großartig gelaufen, du hast alles erfahren, was du erfahren wolltest. Jetzt überleg dir auch nochmal einen Satz, wie du weitere interessante Kontakte von deinem Gesprächspartner bekommst und wie du mit deinem Gesprächspartner in Kontakt bleibst. Auch wieder 30 Sekunden.
Oh, auch die 30 Sekunden sind rum. Dein Mikro ist noch aus, Christian. Das ist ganz schön tough, um die Zeit jetzt noch so zu sprinten. Also ich habe mir aufgeschrieben, wenn ich, also ich habe mir vorgestellt, ich rede gerade mit dem Uli. Da ist einfach die Frage, kannst du mir nicht die Nummern von den Leuten geben, die da sonst dabei waren beim Junggesellenabschied? Alternativ vielleicht kannst du mir in die WhatsApp-Gruppe einladen, falls es die noch gibt, die es damals vielleicht da gab. Die zweite Frage habe ich nicht ganz fertig geschrieben, aber ich hätte geschrieben, darf ich mich melden bei dir, wenn ich mehr habe vielleicht? Weil momentan habe ich nicht mehr Fragen. Sehr gut. Sehr cool. Cool. Gut, und das waren jetzt 2,5 Minuten. Also es war ein toughes Timeboxing, aber vor allem, also das Wichtigste ist einfach anfangen und nicht zu lange überlegen. Sich genug Gedanken machen, aber nicht zu viele Gedanken und dann einfach starten und Gespräche führen. Dann weiß ich gar nicht, warum ich jetzt 2 Jahre damit verbracht habe, die Idee zu spinnen. Kannst du jetzt aus der Schublade rausholen. Cool. Sehr gut. Gibt es denn irgendjemanden anderen, der mitgeschrieben hat und vielleicht seine Idee teilen will und was er oder sie jetzt mitnotiert haben? Ihr könnt einfach eure Mikrofone ausschalten und sprechen. Vielleicht gibt es auch niemanden, weil die Junggesellenabschiedsidee jetzt so gut war, dass ich sagen würde, vielen Dank, Lisa, für den Überblick jetzt. Da waren für mich einige coole Insights dabei, auch was die Studenten alles machen und wie, auf was für Lösungen die kommen und was die so getrieben haben und treiben. Ich würde jetzt übergehen zu den Fragen. Das Wort bei uns an die Zuhörer richten. Falls die Fragen haben oder Erfahrungen aus eigenen Geschäftsideen, Projekten teilen können und wollen, bitte einfach im Chat kurz die Hand heben, mir schreiben, im allgemeinen Chat schreiben oder das Mikrofon anmachen. Hallo, hier ist die Maria. Hallo Maria. Hi, ich mache die Kamera an. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen dunkel ist gerade. Ich bin leider ein bisschen später dazu gekommen erst. Aber es waren auf jeden Fall super, es war eine coole Übung, die habe ich gerade gesehen noch. Ich entwickle eine Plattform, die Leuten helfen soll, mit Spaß und Motivation zu lernen. Das ist meine Vision. Und jetzt will ich mich erstmal auf Jugendliche fokussieren, die nach dem Abitur dastehen und sich denken, Mist, was mache ich jetzt nach der Schule? Weil ich bin 19 Jahre alt und ich hatte diese Problematik vor ein paar Monaten. Und ich hatte aber das Glück, dass ich halt meine Leidenschaft relativ schnell gefunden habe. Ich kann es auch nicht erklären, wie, aber es ist halt einfach so, dieses Projekt, das ist meine Passion. Und jetzt möchte ich halt diese App umsetzen und möchte auch meine Zielgruppe näher kennenlernen. Was ich mich jetzt gefragt hätte, gibt es Möglichkeiten, da auch mit der Uni vielleicht zusammenzuarbeiten, ne? Und Studenten, die sowieso Umfragen machen müssen, quasi dieses Projekt zu geben? Und wenn ja, wie? Sehr gute Frage. Erstmal sehr cool, dass du mit 19 deine Leidenschaft gefunden hast. Das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Also, was du natürlich machen kannst, ist erstmal schauen, eben, wer hat denn eigentlich gerade mit dir auch den Abschluss gemacht? Heißt, wer steht jetzt genau vor der gleichen Herausforderung, die du vielleicht schon überwunden hast? Und darüber weiter in Kontakte zu kommen. Ja. Und wenn es konkret um die Uni geht, da könntest du zum Beispiel versuchen, was mir gerade einfällt, in den Newsletter oder so zu kommen und einfach zu sagen, du schreibst zum Beispiel eine Masterarbeit zu dem ganzen Thema und suchst Partner für ein qualitatives Interview. Ja. Das könntest du zum Beispiel machen. Genau, das wäre ein Anknüpfungspunkt. Wie komme ich da? Also ich bin halt leider keine Studentin an der LMU oder TU. Gibt es da trotzdem eine Möglichkeit, in ein Newsletter zu kommen?
Du kannst einfach mal an die Pressestelle zum Beispiel schreiben. Okay. Ganz einfach drauf zugehen. Und was du natürlich auch machen kannst, ist zum Beispiel bei Facebook in Gruppen reingehen oder schauen, gibt es bei LinkedIn oder so Gruppen, bei denen du Studenten findest. Mhm. Und was du auch machen kannst, ist mir eine Mail schreiben, weil wir haben sehr, sehr viele Studenten bei uns im Netzwerk. Sehr cool, dann schreibe ich dir, finde ich deine E-Mail-Adresse? Genau, also das ist hesse@unternehmertum.de. Und ich bin auch noch bei LinkedIn gleich drin, wenn du da in der Gruppe bist. Genau, da kann ich das auch nochmal posten. Dankeschön. Gerne. Danke, Maria. Gibt es noch andere Fragen? Andere Geschäftsideen? Oder einfach nur Ideen, die schon lange irgendwo in der Notizen-App hängen oder auf irgendeinem Blog oder einfach nur im Hinterkopf? Sonst hätte ich nämlich noch eine Frage, Lisa. Also für mich ist die Frage, mir fällt es schon schwer, jetzt einfach auf fremde Leute zuzugehen und die anzureden. Weil ich persönlich glaube, ich fände es jetzt seltsam, wenn ich vor die Tür gehe und mich irgendjemand anquatscht. Also geht es nur mir so oder ist das allgemein seltsam und was kann ich da vielleicht machen? Also, das ist seltsam und das ist normal. Das geht nicht nur dir so, das geht eigentlich jedem so, der das zum ersten Mal macht. Wenn wir die Studis zum ersten Mal rausschicken, einfach auf die Straße, dann sind die meistens so auch, oh Gott, jetzt muss ich da draußen irgendwie mit fremden Leuten reden. Und am Anfang ist es vielleicht total ungewohnt und dann irgendwann kommt man aber in so einen Flow und merkt einfach auch, manche Leute haben auch einfach Lust zu reden und man erfährt einfach so viele Insights, dass es einfach sehr, sehr viel wert ist. Und deshalb, es kostet vielleicht am Anfang ein bisschen Überwindung, aber je mehr man das übt, desto einfacher wird das auch. Und man merkt auch einfach, dass die Leute da auch sehr offen sind. Also ich habe selber zum ersten Mal vor einem Jahr gemacht und bin dann auch zusammen mit den Studis rausgegangen. Und das war super ungewohnt am Anfang und man überlegt, sollen wir jetzt auf den zu gehen oder nicht? Und nachdem du dann dreimal abgewiesen wurdest, denkst du dir auch, okay, scheiß drauf. Und dann findest du auf einmal eine Person, die dir dann ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, wo du so viel draus ziehen kannst. Und das ist einfach eine sehr, sehr coole Erfahrung, was du da einfach auch über die Person lernst und was du da mitbekommst, was du so im Internet oder bei einer Recherche nie herausfinden würdest. Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast die Person da angesprochen. Mhm. Und die haben dir dann gesagt, nee, sie wollen nicht mit dir sprechen. Wäre jetzt auch meine Angst, dass jemand nicht mit mir sprechen will. Also was kann ich denn beim Ansprechen von Menschen da falsch machen? Eigentlich erstmal nichts, weil eine Person ansprechen ist immer noch besser, als sie nicht anzusprechen. Und von daher einfach drauf zugehen und so natürlich wie möglich ins Gespräch kommen. Also was zum Beispiel eine sehr gute Erfahrung war, eine Studentin, die hat im letzten Bootcamp, das wir gemacht haben, die hat sich vor allem auf Hundebesitzer gestürzt und ist jedes Mal so ins Gespräch gekommen, dass sie gesagt hat, ach, ihr Hund ist ja süß. Und hat dann einfach angefangen, sich mit denen zu unterhalten. Das heißt, einfach so ein bisschen versuchen, so eine gemeinsame Ebene zu finden und dann mit den Leuten dort ins Gespräch zu kommen. Generell einfach ansprechen und man lernt mit jedem Mal, dass man es macht. Und die hatte aber einen Hund, oder? Sie hatte keinen Hund. Sie ist einfach in den Park gelaufen und hat dort die Hundebesitzer angesprochen. Okay. Genau. Oha. Das heißt, ich muss jetzt Junggesellenabschiede suchen und da die Leute einfach anquatschen. Die sind sowieso sehr redselig. Das dürfte okay. Gar kein Problem sein. Dann hätte ich sehe, es ist immer noch keine Frage reingekommen. Dann frage ich dich jetzt einfach weiter mit den Sachen, die mich interessieren. Und zwar, wie kann ich denn,
Also ich habe jetzt die Person angesprochen und du hast hier vorhin gesagt, so den ersten Satz, und es ist wichtig, diesen Rahmen zu schaffen. Wie schaffe ich denn einen guten Rahmen bei jetzt einer fremden Person? Also mir fällt es leicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir denke, ich rufe jetzt den Uli an, das ist ein Kumpel von mir, da brauche ich vielleicht den Rahmen gar nicht so sehr schaffen oder er denkt sich da nichts. Aber was mache ich jetzt, wenn ich jemanden vor mir habe, mit dem ich davor noch nie gesprochen habe? Also ein Beispiel, was mir da einfällt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist so die vielleicht eine ultimative Hemmschwelle, aber wenn du sagst, du möchtest Experten anschreiben auf LinkedIn und ein Gespräch mit denen haben, da hat man ja meistens nochmal wirklich eine große Hemmschwelle, mit denen zu sprechen. Und da ist es wichtig, einfach ehrlich zu sein, vielleicht nicht zu ehrlich und den wahren Grund zu verraten, aber auch einfach zu sagen, hey, mich interessiert, was du machst. Und wenn du Interesse zeigst, dann ist da jeder auch offen, mit dir zu sprechen. Was bei den Studenten halt sehr, sehr gut funktioniert, einfach zu sagen, wir machen gerade ein Projekt für die Uni, ich schreibe eine Arbeit darüber und ich brauche einfach deine Unterstützung und möchte da einfach gerne ein paar Insights bekommen. Das heißt, einfach zu schauen, wie kann ich so versuchen, eine gute Verbindung erstmal herzustellen und dort auch einfach zu sagen, hey, du hilfst mir und ich habe echt Interesse an dem, was du tust. Okay, das macht Sinn. So, und wenn ich, also jetzt habe ich zum Beispiel so einen Experten gefunden, was mache ich oder was brauche ich für so ein Gespräch? Ich würde jetzt zum Beispiel mir die Fragen aufschreiben. Ich würde, glaube ich, erstmal so einen Fragenkatalog für mich machen, damit ich... ja, damit ich eben alles fragen kann, was ich fragen muss. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man diesen Impuls hat, weil jeder von uns irgendwie so ein bisschen Sicherheit haben möchte zum Festhalten. Und da immer die Angst ist, so was ist, wenn mir nichts mehr einfällt, was ich fragen kann. Wir empfehlen den Studenten allerdings, genau das nicht zu machen. Weil man dann meistens in so einem Interview sitzt und eigentlich nur eine Frage nach der anderen runterrattet. Und eigentlich gar nicht letztendlich die Person so ins Zählen bekommt und dann vielleicht viele wichtige Details verloren gehen. Das heißt, unsere Empfehlung ist eigentlich, so wie wir die Übung gerade gemacht haben, einfach eine kurze Frage zur Einleitung, sich zu überlegen, in welche Richtung möchte ich gerne tiefer reingehen und dann einfach wirklich offene Fragen stellen, ein Gespräch herstellen, wo eine gute Gesprächsatmosphäre ist, sodass auch das Gegenüber sich wohlfühlt und man nicht so diese klassische Interviewsituation hat, wo man dann schon ins Schwitzen kommt, nachdem man zwei Antworten gegeben hat. Genau. Okay. So, das heißt, ich muss jetzt meinen Fragekatalog weghauen. Erstmal. Ja. Okay. So, und jetzt nochmal, also ich habe jetzt tatsächlich diese Idee seit 2,5 Jahren und ich weiß schon sehr genau, wie das ausschauen soll. Was mache ich denn, wenn ich für mich schon eigentlich die Lösung fertig habe? Mhm. Also ich habe jetzt, das Ganze soll eine App sein ich habe schon den ersten Klick-Prototypen, das heißt, ich habe hier am Telefon die Bildschirme, wie die ausschauen sollen. Wie gehe ich denn da vor? Da bin ich ja schon weiter als das, was du mir hier jetzt heute gesagt hast. Aber du machst genau das Gleiche. Weil du möchtest ja herausfinden, ob die Lösung, die du aktuell im Kopf hast, das ist eine reine Annahme, und du möchtest herausfinden, ob es eigentlich ein Problem gibt, das du damit löst, eine Herausforderung und welche Bedürfnisse die Personen haben. Und von daher lässt du diese Lösung erstmal beiseite, gehst genauso offen in die Gespräche rein und versuchst wirklich erstmal Empathie mit der Person aufzubauen, herauszufinden, was beschäftigt die Person, was sind ihre Herausforderungen, was sind ihre Bedürfnisse. Und dann kannst du dich langsam, wenn du in die Richtung kommst und du merkst, ah, okay, die Lösung, die ich im Kopf habe, die trifft das genau, dann kannst du am Ende auch sagen, ich habe hier etwas erstellt und ich hätte gerne einfach dein ehrliches Feedback dazu. Und dann die Person einfach mal ausprobieren lassen und dann beobachten, wie geht die Person mit dieser App vielleicht um, welches Feedback hat die Person
So kannst du quasi auf der einen Seite Insights sammeln und wenn du dann das Gefühl hast, ah, okay, das ist genau meine Zielgruppe, die genau das Problem hat oder das Bedürfnis, was ich annehme, dass sie hat, dann kannst du auch sagen, okay, ich würde dir gerne was zeigen und ich hätte gerne dein Feedback dazu. Das heißt aber, ich nehme dann meine App nicht am Anfang vom Gespräch. Was passiert denn oder was mache ich denn, wenn die Person gar nicht das Problem hat, was ich da beschreibe? Dann bist du um einige Insights reicher und kannst vielleicht deine Lösung, die du im Kopf hast oder die App, die du gebaut hast, auch nochmal nachbessern und vielleicht überprüfen oder dich hinterfragen, ist das überhaupt die richtige Lösung für das Problem? Weil das Ziel ist ja, dass du mit der Lösung, die du im Kopf hast, einen Mehrwert schaffst und ein Problem von dieser Person löst. Und deswegen ist es super, wenn du dann nochmal Insights hast und nicht direkt gesagt hast, okay, das ist meine Lösung, würdest du die kaufen oder nicht? Da sagt jeder ja. Sondern wenn du einfach sagst, okay, welche Bedürfnisse hast du? Und wenn du dann feststellst, ah shit, nee, meine App passt jetzt eigentlich nicht so richtig, dann einfach zu sagen, cool, danke für die Insights, das hat mir sehr geholfen. Und dann einfach sich nochmal dran setzen und diese Annahmen iterieren. Aber wenn mir die Person gegenüber sagt, sie wird die App kaufen, ist doch alles fein. Ja, dann kannst du immer noch fragen, okay, du kannst hier gleich unterschreiben und die kaufen. Und wenn die Person dann sagt, ja geil, mache ich, wie viel kostet das? Und du sagst, ja, 100 Euro. Und die Person sagt, jo, ich drücke auf den Kaufen-Button. Dann herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Kunden gefunden. Okay, und wenn sie es nicht machen? Wenn sie es nicht machen, dann kannst du mit den Insights erstmal weitergehen. Aber dann ist es scheinbar so, dass die Person entweder noch nicht weiß, welchen Mehrwert deine Lösung schafft und auch nicht bereit ist, etwas dafür zu tun. Und das Ziel ist ja, dass du am Ende mit deiner Lösung nicht nur was Geiles gebastelt hast für den Nutzer, sondern dass du eben auch einen Kunden hast, der bereit ist, dafür zu zahlen. Vor allem bei Apps, die meistens also umsonst angeboten sind, hast du am Ende vielleicht mega viel Arbeit. Und dann gibt es das 10.000. Spiel, was am Ende dann nach 2 Wochen keiner mehr nutzt. Okay. Ich habe jetzt noch eine Frage bei mir am Zettel. Ich würde aber gerne nochmal unseren Zuhörern die Chance geben, eine Frage zu stellen, falls irgendeine aufgekommen ist. Ja, hi Lisa, hi Christian, hier ist der Lorenz von der DPS. Ich hätte vielleicht hier keine Frage. Hallo Lorenz. Und zwar, jetzt ist ja auf Leute zugehen in der aktuellen Zeit ja nicht mehr ganz so einfach. Und wir haben ja schon ein bisschen gehört, okay, man kann das Ganze online auch machen, aber wie geht es dann weiter? Wie kann ich denn, welchen Kanal nutze ich da am besten, wie gehe ich da am besten auf die Leute zu und wie bleibe ich mit denen in Kontakt? Also zum Thema Kanal ist halt immer die Frage, in welchem Bereich bewegst du dich? Ein Kanal, der zum Beispiel sehr gut für Pflegekräfte oder sowas funktioniert hat, waren zum Beispiel Facebook-Gruppen. Also immer zu schauen, okay, welchen Kanal nutzen denn gerade die Leute? Und dann dort reinzugehen. Und dann, wie bleibe ich mit den Leuten dann auch dort in Kontakt? Wir hatten zum Beispiel eine Gruppe, die einfach selber sehr aktiv geworden sind und dann dort auch regelmäßig reingepostet haben. Und dort regelmäßig den Kontakt gehalten haben. Oder wenn es jetzt bei LinkedIn ist zum Beispiel, dich einfach konkret mit den Leuten vernetzen und auch einfach sagen, okay, lass uns da in Kontakt bleiben, hast du Interesse? Und dann schauen, dass man da sowas wie eine digitale erste Beziehung aufbaut. Spannend, ja cool. Vielleicht noch eine kleine Anschlussfrage. In Kontakt, also Erstkontakt kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber so richtig auf die Probleme der Nutzer zu sprechen, komme ich ja wahrscheinlich erst, wenn ich länger mit denen mich mal austausche, telefoniere, längere Gespräche habe. Ist das, oder wie schafft man da diesen Übergang bestmöglich? Also meiner Erfahrung nach geht das meistens tatsächlich von alleine. Also dieses Gespräch, was ich zum Beispiel damals hatte, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil wir eigentlich nur kurz mit ihr sprechen wollten und am Ende standen wir 1,5 Stunden in diesem Laden und sind halt wirklich durch ihre Geschichten immer tiefer reingekommen.
Und so in Bezug, wie kann ich an die Probleme kommen? Das ist eben ganz stark, hängt das auch so ein bisschen davon ab, eben wie sympathisch bist du dir und wie gut kannst du auch Empathie aufbauen. Und dann vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, so viele gehen dann daran und fragen halt konkret, so, okay, was sind denn deine Probleme? Und da ist, glaube ich, so diese Feinheit zu sagen, okay, ich sammle erstmal wirklich Insights von dir und werte die dann aus, also alle Insights, die du hast, einfach festhalten, synthetisieren, zum Beispiel in einer Persona und dann dort tiefer reingehen und schauen, okay, was hast du denn herausgehört, was die Probleme sind? Und wenn du da einmal eins gefunden hast, dann ist es auch super gut, wenn du sagen kannst, okay, du hast jetzt mit 5 Leuten gesprochen und hast eigentlich immer von der gleichen Herausforderung gehört, dann zu sagen, okay, ich hebe das vielleicht mal auf eine höhere Stufe und mache eine Umfrage dazu und teste das einfach nochmal mit einer größeren Gruppe ab, sodass du da auch nochmal quantitative Insights bekommst. Okay, danke. Danke dir. Gerne. Lisa, hast du vielleicht jetzt gerade auch in der Remote-Zeit, also mir ist jetzt eine Frage noch gekommen als Anschluss dazu. Ein Tipp, du hast ja vorhin gezeigt, dass dass eines der Teams mit Additive Manufacturing Fragen bei LinkedIn geschrieben hat. Mhm. Wie machen die, also wie kommen die dann zu den Gesprächen mit der Person? Wie haben die ihre Gespräche geführt jetzt? Haben die da mit welchen Werkzeugen, auf welche Art und Weise? Also diejenigen, die dann an Gespräche gekommen sind, also entweder waren das Leute, die konkret in demselben Netzwerk waren oder Leute, die im Netzwerk waren und die jemanden kannten. Und sobald sie dann diese Gespräche gemacht haben, haben sie, so wie wir jetzt eigentlich, auf Videotools zurückgegriffen. Also entweder Zoom, Hangouts, Skype, alles, was sich dort anbietet. Und haben dann, da fällt mir zum Beispiel eine Gruppe ein, die haben jetzt, glaube ich, schon 15 Remote-Interviews geführt und haben das jeweils zu zweit gemacht. Das heißt, das ist immer ganz gut, wenn einer sich gerade noch was notiert und der andere kann dann schon mal weiterfragen. Das heißt, wenn man da zu zweit ist und sich da ein bisschen abwechseln kann und der eine da auch noch mal vielleicht sich mehr Notizen macht, der andere mehr fragt. Was dann noch sehr gut funktioniert hat, ist einfach zu fragen, die Leute, also erstens, du bist in der Situation, die Leute haben sich aktiv Zeit für dich genommen. Das heißt, du bist jetzt nicht auf der Straße und die Leute fühlen sich eigentlich gerade eher gestört, sondern sie haben eben schon eine Connection aufgebaut und du befindest dich gerade quasi mit dieser Person in einem Wohnzimmer. Und dann ist es natürlich, was diese Tools anbieten, ist eben diese Möglichkeit aufzuzeichnen. Das heißt, du kannst fragen, ob das in Ordnung ist. Das heißt, du kannst dich voll und ganz auch auf den Gesprächspartner konzentrieren und dann später dir das auch nochmal anschauen und hast dort wirklich, kannst dich nochmal sehr, sehr gut in das Gespräch zurückversetzen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, dort auch einfach dann über diese Video-Tools mit den Leuten zu sprechen. Und wenn Video den Leuten nicht so möglich ist oder sie das nicht so gerne möchten, dann kann man auch immer noch telefonieren. Das hat auch gut funktioniert. Da ist natürlich dann die Komponente, du siehst nicht, was die Person tut oder wie sie reagiert. Du hast einfach nicht so diese enge Connection. Deshalb würde ich da schon so weit möglich auf Video zurückgreifen. Okay. Das heißt, du würdest empfehlen, wenn ich jemanden bei zum Beispiel LinkedIn kontaktiert habe, ihn um ein Gespräch zu bitten und ihm zum Beispiel einen Link zu so einem Videocall zu schicken. Genau. Ja. Okay. Cool. Super, Lisa, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende der Zeit angelangt. Du hast mir gesagt, dass du noch was vorbereitet hast für unsere Teilnehmer an der Konferenz heute. Genau, also was ich euch gerne noch zur Verfügung stellen würde, das ist was wir den Studenten immer mitgeben. Wir haben nämlich einfach so ein Interview-Cheat-Sheet, wo quasi nochmal so ein paar grundlegende Tipps für Interviews draufstehen und auch nochmal, wie kann ich denn so ein Gespräch aufbauen, also eine grobe Struktur. Und da wäre es so, ich bin danach noch bei LinkedIn und werde dort eine Liste reinposten. Wenn ihr euch da eintragt mit eurer E-Mail-Adresse, dann kann ich euch dieses Goodie zuschicken, die Datei. Super, vielen Dank. Genau. Das heißt, das ist schon das Stichwort. Du bist jetzt im Anschluss noch in der BeTrue-LinkedIn-Gruppe. Genau. Stehst für Fragen, Diskussionen noch weiter zur Verfügung. Genau.
Morgen geht es mit der Konferenz weiter um 17 Uhr. Alle Links und Themen sind auf der Webseite. Und ich möchte an der Stelle jetzt nochmal ganz herzlichen Dank sagen an dich, Lisa, für die tollen Insights in wie man Gespräche remote führt und wie man an die Gespräche rankommt. Gerne. Hannah Potter, an dich für den Tech-Support und an alle Teilnehmer, Gerne. Die zugehört haben, hoffentlich. Ich sehe nur eine und Fragen gestellt haben und jetzt vielleicht an ihren Geschäftsideen tüfteln. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lisa, hast du noch irgendwas zu sagen? Vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank an dich, Christian, für die großartigen Fragen und das wunderschöne Junggesellenbeispiel. Und ich hoffe, da wird was draus. Ja, ich rufe den Uli jetzt an. Sehr gut. Vielen Danke. Dank. Schönen Abend euch. Tschüss. Abend. Danke, ciao. Vielen Dank, tschüss. Ciao. Dankeschön, ciao.